So Leute, da sind wir beim nächsten Update-Video, diesmal April. Ich hoffe, ihr habt mir den April-Scherz am 1. April nicht ganz so übel genommen. Ich weiß es noch nicht, ich nehme kurz vorher auf, dementsprechend, ich habe da immer noch so ein bisschen Befürchtung, dass das tierisch in die Hose geht, aber gut. Wie immer teile ich das Video in mehrere Teile auf, im Sinne von, was war letzten Monat, also den März, was ist diesen Monat, also den April, was gibt es generell so Neues, das werde ich wahrscheinlich so dazwischen schieben und gegen Ende dann noch den Kanal des Monats März, also den Kanal, den ich letzten Monat am meisten geguckt habe, mit dem ich mich am meisten auseinandergesetzt habe und dieses Abzeichen, sage ich mal, verteile ich ja jeden Monat an einen Kanal. Und weil ich die Frage auch schon bekommen habe, ja, es kann auch passieren, dass Leute zweimal hintereinander den Kanal des Monats Banner bekommen. Keine Sorge, dieses Mal ist es nicht so. Ja. Der März war ziemlich lang. Ich bin ein bisschen erstaunt darüber, weil eigentlich so in dieser Zeit rasen die Monate an mir vorbei. Gefühlt haben wir Januar oder Oktober, kurz vor Weihnachten, aber der März war ziemlich lang und der hat sich auch ein bisschen gezogen, was ich jetzt persönlich nicht schlimm finde. Wir hatten diesen Monat eine Menge Stuff. Anfang des Monats habe ich die Reihe der Game Modes rund um Theros abgeschlossen mit Bezwinge einen Gott. Die Serie kam nicht gut an. Ich wiederhole das immer wieder. Wenn ihr euch irgendwie in Richtung andere Game Modes von Magic ein bisschen interessiert, guckt euch die an. Die sind echt cool. Nicht unbedingt meine Videos, aber guckt euch die Produkte wenigstens an. Gebt denen eine Chance. Die sind cool. Ich verstehe nicht, warum die so unbeliebt sind. Ich verstehe es echt nicht. Dann hatten wir ein Blackie erklärt. Seit langem nochmal ein Blackie erklärt. Und zwar wurde ich vom lieben Dr. Alzheimer gefragt, was ich von Thoughtlash halte und wie man die im aktuellen Spiel benutzen kann und ob man sie benutzen kann. Wir hatten zwei Deck-Tags. Das eine war ein Horgag-Deck, was ein cooles Graveyard-Combo-Deck ist in Backfarben. Das andere war ein rot-schwarzes, kann man auch mono-rot spielen, aber das war ein rot-schwarzes Goblin-Deck. Beides für Legacy sehr, sehr coole Deck-Tags. Dann habe ich eine Menge gezeigt diesen Monat. Und ich bin noch nicht fertig. Ich habe unter anderem die Screwdown-Series gezeigt. Also diesen komischen Hartplastik-Teil von Ultra Pro, was ich super, super cool finde und echt auch finde, wenn die da ein bisschen mehr reinstecken oder eine andere Firma sagt, hey, das machen wir nur besser. Hammerprodukt. Hammerprodukt. Und dann hatte ich, vielleicht als Dankeschön, ich bin mir noch nicht ganz sicher, für das Blackie erklärt, auch ein Paket bekommen vom lieben Dr. Alzheimer, in dem, mittlerweile kann ich es ja sagen, ein Starter aus Kamigawa drin war. Ich hab's immer noch nicht am Schirm, wie alt dieses Set ist und wie alt ich bin. Aber darum geht's ja nicht. Großartiges Deck. Es hat mir mega Spaß gemacht, das anzugucken und auszumachen. Ich habe davon auch eine Insel verlost. Yay, Verlosung. Und das ist aber schon weg. Keine Sorge, müsst ihr nicht nachgucken gehen. Es sei denn, ihr wollt ein Starterdeck von Kamigawa euch anschauen. Die anderen Openings waren ein Commander-Deck. Und zwar das rot-weiße Commander Legends Commander-Deck. Das zweitschlechteste meiner Meinung nach. Das schlechteste kommt jetzt demnächst. Und sowohl ich als auch The Kenshin haben auf diesem Kanal jeweils ein Display Timespiral Remastered aufgemacht. Ein Set, was ich großartig finde. Ich mag die Idee, ich mag die Nostalgie. Ich wollte unbedingt ein Display aufmachen, ich konnte mir keins leisten. Es wurde von meinem Local Games Store mir gesponsert, dass ich das aufmachen kann. Danke, danke, danke dafür nochmal. Und The Kenshin hat sich bereit erklärt, sein Display auch auf meinem Kanal aufzunehmen, was ich immer noch super, super lieb finde. Dankeschön dafür. Zu Timespiral Remastered müsste, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das schaffe, aber es ist müsste ein Video rausgekommen sein, wo der gute Gamery und ich ein paar Booster aufmachen und darüber ein bisschen reden, weil wir ja alle Teil dieses Fireside Gathering Chats waren, wo ich ja auch bei Commander Compass als Teil von Radio Ravnica und bei MTG mit Patrick als auch Teil von Radio Ravnica, aber auch Teil als MTG Blackset und auf meinem Kanal dann halt als MTG Blackset und als Gamery, wohingegen halt Robin natürlich auch woanders war. Super cooles Event, Dankeschön dafür nochmal an Wizards, dass wir diese Möglichkeit hatten, das zu machen. Es hat mega Spaß gemacht und gerne wieder. Das Interessante ist, ich habe trotz dem Ganzen meinen Blackie Talk veröffentlicht. Man sieht also, gekaufte Meinungen sind es bei mir nicht mit einem Sponsoring. Bei meinem Blackie Talk diesen Monat wurde ultra gut angenommen. Ist eins der meistgesehenen Videos der letzten Zeit bei mir. Magic hat zu viele Produkte. Ich habe mich hingesetzt und habe einfach mal aus dem Local Game Store, wo ich arbeite, alle Produkte, die wir da hatten, rausgeschmissen. Das sind noch lange nicht alle, die aktuell im Print sind oder im Standard sind, in Anführungsstrichen. Und habe die auf dem Tisch verteilt und habe einfach mal wild drauf los drüber, über diese Produkte geredet und am Ende darüber, was ich finde, was, ob das ein Problem ist, ob das was Positives ist, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Ihr kennt meine Blackie Talks. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut die bitte an. Gefühlt sind das nach den Gameplays meine beliebtesten Videos. Ja, okay, dankeschön. Und dann habe ich noch zwei Sachen, das sind theoretisch Blackie erklärt, aber eigentlich ist es eine eigene Reihe und deswegen habe ich sie nicht am Anfang genannt. Und zwar Blackie erklärt
Wie wird man ein Magic the Gathering Judge? Dafür habe ich eine Videoreihe mit, ich glaube, 5 oder 6 Videos am Ende, die natürlich dann mit der Zeit noch weiter geupdatet wird als diese 5 bis 6 Videos. Aber diese 5 bis 6 Videos zeigen euch, was ist die Judge Academy? Das kam jetzt. Was muss ich als Rules Advisor wissen, also die ersten Schritte in das Judgen rein und dann halt der Level 1er und so weiter und so fort. Ihr könnt euch die Videos gerne anschauen. Da habe ich auch ein paar Update-Videos zu, weil ein paar Sachen haben sich in 2021 geändert, beziehungsweise halt sind dort ein bisschen anders. Und das sind die Videos, die dazu rauskommen sind. Wenn euch irgendwas im Bereich Judging interessiert oder auch nur mal kurz einen Blick dahinter zu werfen, hinter die Kulisse, hinter dieses seltsame Gerüst Judge, dann habt ihr diese Videoreihe, wo ihr da gerne mal reinschauen könnt. Und dann natürlich zu den Gameplays. Wir hatten großartige Gameplays. Es wurden Jorions ausgepackt. Es wurden Texas wieder ausgepackt nach all den Jahren. Es gab Goblins. Es gab Blood Moons, ohne Ende Blood Moons. Ninjas und Mentor Miracles, also ein ganz neues Deck. Neu in Anführungsstrichen, die neue Version des Decks. Super, super interessant. Die Leute nehmen das wieder, wie gesagt, immer positiv auf. Und die Gameplays sind echt beliebt bei euch. Das freut mich sehr, 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 sehr. Da steckt auch eine Menge Arbeit drin. Auch wenn ich das bei diesem Jorion gegen Texas mit der Farbe echt vergeigt habe. Danke dafür nochmal, dass ihr da so kulant wart, gesagt habt. Ich gucke mir das trotzdem an. Ich habe trotzdem Spaß daran. Die Watchtime ist ziemlich lang davon, was ich großartig finde. Es macht mir einfach Spaß. Es ist einfach wieder eine helle Freude für euch, Videos zu produzieren. In alle Richtungen. Egal, ob es die Blackie erklärt sind, ob es die Blackie Talks sind, ob es die Deck-Tags sind, ob es Openings sind. Es ist einfach, es wird durch die Bank weg. Bis auf die Booster, aber das weiß ich ja, wird durch die Bank weg einfach wunderbar aufgenommen. Das finde ich großartig. Danke, danke dafür. Zu den Boostern ganz kurz. Ich weiß, es kommen eine Menge Booster raus. Es kommen ja 2 Booster pro Woche raus, immer dienstags und donnerstags. Und ich weiß, die sind nicht so beliebt wie normale Videos, sage ich mal. Aber da ich eh die Booster aufmache, halte ich halt gerade die Kamera drüber und mache euch eine kleine Freude, wenn ihr morgens, keine Ahnung, beim Kaffee trinken 5 Minuten Zeit habt oder sonst was und dann gerade das Video schauen wollt. Dafür sind die Videos gedacht. Wenn das nichts ist für euch, nicht schlimm. Ich nehme euch das nicht böse, keine Sorge. Ich wollte nur mal nochmal gesagt haben und erklärt haben, warum ich diese Videos überhaupt noch mache, weil ich auch danach gefragt wurde. Und zu guter Letzt, am Mittwoch kam das erste aus einer kleineren Reihe von Secret Lair Drops. Ihr kennt meine Meinung zu Secret Lairs, hoffe ich. Wenn nicht, schaut euch den Blackie Talk zu Secret Lairs an. Oder eben den wunderschönen Rant von mir, dass man Secret Lair gerade die Vollversion nicht kaufen sollte. Bei den Non-Foils habe ich ein bisschen, ja, eine softere Meinung zu, das wisst ihr. Aber ich habe sie jetzt persönlich nicht gekauft. Deswegen war der liebe Kevin bereit, seine Secret Lairs für mich zu öffnen. Und ich durfte sogar noch ein Secret Lair, das nehme ich schon voraus, das kommt nächste Woche, ein Secret Lair von dem guten Kenji noch für ihn öffnen, für diesen Channel. Deswegen danke, danke, danke an euch zwei und generell danke an meine ganze Crew für den Support, für die Hilfe, für die Gameplays, für die Deck-Tags, für alles Mögliche. Und auch, wie gesagt, danke an euch, dass ihr Spaß daran habt, dass ihr sagt, hey, den gucke ich mir an. Das möchte ich sehen. Dem seine Meinung interessiert mich. Das tut mir sehr, sehr, sehr gut, gerade in so einer beschissenen Zeit. Dementsprechend danke. Und damit kommen wir zum Monat April. Was erwartet euch im April? Ich habe euch schon gesagt, Secret Lair Drops kommen noch 2 oder 3. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie viele. Wir haben 2 Openings, 2 Deck-Tags, ein relativ neues Deck-Tag, was jetzt den Montag rauskommt. Eine sehr coole Version von einem Deck, was aktuell richtig Rampage läuft im Legacy und auch eigentlich für ein Legacy-Deck ziemlich billig ist. Wir haben unsere 4 normalen Gameplays. Die Judge-Reihe mache ich fertig. Die dürfte bis Ende des Monats auf dem Standpunkt sein, wo ich sage, ab jetzt kommen dann nach und nach Updates. Bis dahin habt ihr halt eine richtig schöne Reihe, die ihr so einfach bingen könnt, was einfach, finde ich, sehr, sehr cool ist. Und danach bewege ich mich, glaube ich, nochmal, auch wenn ihr das nicht so mögt, zu Game Modes, weil ich mag Game Modes. Und ich hoffe, ihr mögt irgendwann Game Modes. Weil gerade in einer Zeit, wo wir uns nicht treffen können, wo wir nicht gegeneinander spielen können, wo wir keine Turniere haben, wo wir auch außer Spelltable kaum Freude haben an Papierkarten, finde ich solche Game Modes wichtig. Deswegen möchte ich euch nicht nur die Einspieler-Game Modes zeigen, die man eben alleine zu Hause im Keller spielen kann, wenn man im Keller wohnt, ansonsten unterm Dachboden. Oder eben diese komischen Booster-Battle von Wizards. Dazu muss ich noch ein Update-Video machen. Zu Kaldheim kam ja auch noch neue. Das schiebe ich noch irgendwann mit rein. Sondern ich finde auch, dass es wichtig, dass ihr eben andere Game Modes seht, die man auch über Spelltable realisieren kann. Die kann man alle über Spelltable realisieren, die ich vorstelle. Und deswegen möchte ich euch die unbedingt zeigen. Ansonsten, wie immer, ein Blackie Talk. Dazu vielleicht noch ein Blackie erklärt. Ich habe da was im Auge, was ich noch gesagt bekommen habe, was ich unbedingt mal machen soll. Ich hoffe, ich schaffe das diesen Monat. Diesen Monat ist ein bisschen voll. Dementsprechend mal gucken. Auf jeden Fall, der eine Blackie Talk, der kommt auf jeden Fall.
Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das Thema dafür habe ich mir auch schon rausgesucht. Und das ist ein sehr cooles Thema. Und ich habe ganz vergessen zu erwähnen, deswegen schneide ich das hier jetzt gerade mit rein. Die lieben Leute von Keep7 haben mich gefragt, ob ich mal kurz ihr Turnier erwähnen würde. Und ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht? Diese Turnierserie sollte jetzt demnächst starten. Sie sollte eigentlich früher schon starten und sie hat mich früher schon gefragt, aber da ist leider was dazwischen gekommen, deswegen startet es jetzt. Das Ganze läuft über Arena und wird unter anderem auch von Ultimate Guard gesponsert, was einfach eine hammer coole Aktion ist. Keep7, der Online-Laden, steht dahinter. Und wie gesagt, das ist ein Arena-Turnier. Es wird so sein, dass zwei, ja, bekanntere Leute, wahrscheinlich wesentlich bekannter als ich es bin, das Ganze kommentieren und als Co-Kommentatoren durch dieses Turnier leiten, was ich großartig finde. Ich finde es super, super cool, dieses Event. Deswegen habe ich direkt zugesagt, dass ich das auch mal kurz in meinen News erwähne. Ich werde es, glaube ich, noch einmal in einem Video oder so mal erwähnen gegen Ende, wenn es kurz davor ist. Aber habt ein Auge drauf, guckt mal in die Videobeschreibung, da müsste der Link dazu drin sein. Und wenn euch das halt irgendwie interessiert. Und ja, wir gehen jetzt mal weiter im Update-Video. Ich glaube, so an normaler Struktur war es das schon. Da kommt jetzt nichts Krasses, nichts Besonderes, nichts Aufregendes, außer natürlich jedes einzelne Video von mir. Und wie immer auch hier der Hinweis, wenn ihr Sachen von mir weiterhören wollt, wenn euch das nicht reicht, dass ich teilweise 7 Videos an der Woche rausknalle, teilweise 4 Videos mindestens, wahrscheinlich eher mehr, dann könnt ihr beim lieben Gamery vorbeischauen auf YouTube. Da kommen regelmäßig Videos mit mir als Co-Host von Radio Ravnica, unserem Podcast. Gibt's auch auf Spotify und so weiter. Aber das findet ihr alles bei ihm, weil ansonsten wird's für mich mittlerweile schwierig, noch mehr Content zu produzieren, weil noch mehr geht eigentlich nicht. Ich weiß, ein paar Leute sind sogar schon genervt davon, dass ich so viele Videos raushaue, aber ich habe so viel, worüber ich mit euch reden möchte, so viel, was ich euch erklären möchte, was ich zeigen möchte. Wir sind noch lange nicht am Ende, glaubt mir, wir sind noch lange nicht am Ende. Ich bin auch noch im Gespräch mit 2, 3 Firmen wegen gesponserten Videos, Sachen, die ich mir angucken wollte, Sachen, die ich unbedingt euch zeigen wollte oder auch einfach mal für euch testen wollte. Da muss ich mal gucken, wie weit das geht. Es ist halt in der aktuellen Zeit ein bisschen schwieriger, an sowas ranzukommen. Bei den Firmen geht es natürlich auch nicht so gut. Deswegen hier nochmal der Aufruf, denkt an euren Local Game Store. Wenn diese ganze Scheiße rum ist, brauchen wir einen Ort, wo wir hin zurückgehen können. Und das wird der Local Game Store sein. Denkt an die Firmen, die nicht Amazon oder ähnliche Sachen sind. Denkt einfach dran, dass das auch wichtig ist. Da hängen Existenzen von ab, da hängen Leben von ab und vor allem hängt da euer und mein Spielspaß von ab. Und der ist mir doch sehr wichtig. Genauso wichtig ist mir mittlerweile der Kanal des Monats. Ich mag dieses Logo, danke nochmal, ich kann es nicht oft genug betonen, an Tobi von Elder Demon Highlander, der mir das Ding gemacht hat. Hammer Teil. Dieses Mal in dieser komischen Farbe, wurde sich gewünscht. Ja, Kanal des Monats ist MTG mit Patrick. Patrick ist ein super lieber Mensch, der sehr, sehr viel Wissen hat, was er gerne vermitteln möchte. Bei ihm findet ihr hauptsächlich Financing-Sachen. Er probiert zwar auch Arena-Gameplay und scheitert jedes Mal daran. Guckt euch den anderen Kram an. Der andere Kram ist gut. Und es macht mega Spaß, ihm beim Zahlendrehen zuzuschauen. Zuzuschauen, wie er sich mit irgendwelchen Sachen auseinandersetzt. Und er kniet sich da wirklich wie kein zweiter hart in dieses Financing rein. Und das ist einfach wunderschön zu sehen, was dieser Mann einfach alles sich für Gedanken macht, für Investments, für Sachen, wie es sich um Magic dreht und eben auch mal eine ganz andere Seite von Magic betrachtet, die viele Leute verteufeln und insgeheim uns doch alle interessiert. Lohnt es sich, ein bestimmtes Display zu kaufen? Mache ich Verluste, wenn ich bestimmte Karten kaufe? Warum sind bestimmte Karten so teuer? Und gibt es auch andere Kartenspiele, wo man einfach wahnsinnig Geld rein investieren kann und das als Investment sehen kann? Spoiler, ja, gibt es. Wir haben Flesh and Blood, Pokémon und andere Sachen, die auch alle ein bisschen covert, was einfach cool ist. Und gerade diese Vielfalt macht das für mich halt aus. Es ist hauptsächlich Magic, was so auf Thematik angeht. Aber im Kern ist es eigentlich hauptsächlich Financing. Und das ist ein Thema, was gerade in dieser echt schlimmen Zeit für viele wirklich ein Thema ist, wo einfach auch Leute sagen, okay, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen. Es gibt einen Grund, warum Bitcoin so groß ist. Patrick hat das da ganz cool aufgefasst. Und wenn ihr euch da irgendwie in irgendeiner Richtung für informiert, das ist euer Kanal auf YouTube. Das ist der Financing-Kanal. Das ist einfach meiner Meinung nach der beste deutsche Financing-Kanal auf YouTube. Patrick und ich sind auch in vielen Dingen uns sehr, sehr einig. Und wir tauschen uns auch regelmäßig noch auf. Na klar, wir kennen uns auch hinter den Kulissen. Das ist jetzt nicht der Grund, warum er Kanal des Monats ist, sondern Kanal des Monats ist, weil, wie ihr seht, ich habe jedes verdammte Video von ihm geguckt. Und mit jedem Video habe ich mit ihm drüber gesprochen und
Ich bin in einem der Videos drin, also wenn ihr da nochmal einen Nostalgie-Talk sehen wollt vom Fireside-Chat, da bin ich auch, da ist auch Robin. Aber es sind einfach, es sind großartige Videos. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Warum guckt ihr noch das Video? In den Beschreibungen ist der Link zu Patricks Video. Geht da jetzt hin und guckt weiter. Das wäre jetzt meine Empfehlung, weil, wie gesagt, Patrick, Kanal des Monats. Und damit endet auch schon wieder dieses Update-Video. Wenn euch irgendwas gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das Video gerne liken. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, was ihr vom letzten Monat haltet, was ihr von Patrick haltet, was ihr für den nächsten Monat euch vielleicht noch wünscht oder Kleinigkeiten, über die ich reden soll. Ich hatte jetzt auch schon Kommentare, die gesagt haben, hey Blacky, möchtest du darüber reden? Blacky, wirst du darüber reden? Blacky, wie sieht's damit aus? Ich merke mir das. Ich habe da so ein kleines Büchlein, wo ich das alles reinschreibe. Keine Sorge, das kommt alles. Ihr geht nicht unter bei mir auf dem Kanal. Schreibt mir einfach unten in die Kommentare, wenn ihr noch was sehen wollt, wenn euch was interessiert. Ich versuche, so gut es mir möglich ist, alle Videos, die euch interessieren, für euch zu produzieren. Natürlich, wenn jetzt einer ankommt und sagt, ey, mach mal Magic Arena. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksade. Ciao, ciao.